der Stamm, von dem Harad sprach. Merkt, wir müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Einfach reinplatzen? Schluck. Hä, wieso? Ich mach doch das gerade. Das ist mit Politik. Genug gewartet. Okay. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Politik stinkt. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Wer ist denn die Verstärkung? Er oder was? Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Mann, bring sie doch einfach um. Wo ist das jetzt. Problem? Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Wieso letzter Gefallen? Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Was sagst du? Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Ich brauche noch 11 Follower, dann habe ich die 700 erreicht. Kriege ich denn jetzt 11 Follower her? Ja, erzähl. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Girans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Bestechung? Wen soll ich denn bestechen? Dich? Und die Tenakt reagierten darauf. Na, ich brauche halt echte Follower und keine Fake-Follower. Ich brauche schon echte. Sonst bringt's mir nichts. Wer Zuschauer haben. Zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen.
als du den Tenant. Ich glaube, in der Realität habe ich maximal 5 Zuschauer aktuell, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben, ein Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Ich könnte ja mal Pokémon Gelbe Edition Randomized spielen. Ich habe schon ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, ob das die Leute sehen wollen. Aber eigentlich kann es mir auch ein bisschen egal sein. Ich wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kultur. Nee, ich habe mir gerade die Liste angeschaut von den Leuten. Also Leute, die ich kenne, sind gerade mal 4 oder 5 da. Das ist 1, 2... Du sagtest, die Kohlrot ist 3. Ein Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf. 4, Mann, zumindest kein 5, Hecht. 6, die Beteiligten kämpfen in einer 7, gegen Maschinen und nur die stärksten 8. Also 8 Namen, die ich kenne, werden mir angezeigt. Den Rest, das kenne ich nicht. Und ich bezweifle, dass der Großteil davon echt ist. Das ist mir vertraut. Das kennen wir ja schon, das Problem. Das liegt aber an Twitch, nicht an mir. Dann hast du meinen Respekt. Ja, gell. Also ich gehe davon aus, würde man die Fakes wegrechnen, bin ich so bei 8 bis 10, 5 bis 10 Leuten. Was ich sehr traurig finde bei fast 700 Followern. Andererseits sind einige im Fasching und so. Ach, das nervt mich jetzt, dein Gebrabbel. Hör auf. Ach, scheiße, jetzt. Nein. Den Scheiß mach ich nie nochmal. Freust du dich? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Wein. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Avad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Ich bin gar nicht so ein Weintrinker. Tatsächlich. Also Wein ist so... Mag den Geschmack nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Venom. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewig... Also wenn die wieder was können, ist es reden. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Ginger. Die Ginger-Heldin. Deutlicher als meine Tätowierungen. Ja, es ist... Wie gesagt, ist alles gut. Ist halt ein Spiel. Grundsätzlich passiert in den meisten Spielen sehr wenig. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe heute ja auch eher einen ruhigeren Tag, deswegen ist es nicht so dramatisch. Und ich bin auch ein bisschen müde. Ich werde heute auch nicht so lange machen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen. Und irgendwie habe ich einen unbändigen Durst. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Bisschen wie bei Age of Empires bei denen damals. Marschalle. Sea of Thieves ist doch voll langweilig. Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsclan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenak gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Mann! Über was verhandeln die eigentlich? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Karja öffnen die Tore. Da ist irgendwas in der Kiste drin, der Heilige Gral oder so ein Ding. Oder Köpfe, Kinderköpfe. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr tenackt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalen verschonte er. Wieder so eine Kampflesbe. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut. Du meinst die Kiste, wo... Doch der Schnatz eure und die alle Dinger da drin sind. Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte. Adrian, danke fürs Folgen. Ui! Boah, die haben ja Kettensägen als Mund. Habe ich gar nicht gesehen. Stell es mal an. Voll dangerous. Krass. Das ist voll heftig. Stell dir vor, der beißt dich. Formieren! Oh oh. Oh, die hat Maschinenkontrolle. Guck mal. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird gefickt, gefightet. Sie reiten Maschinen. Oh ja. Wo haben Sie das gelernt? Na, von mir. Silence, I kill you! Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Vier Bogenschützen. In Deckung! Vier Bogenschützen schießen eine Salve von 800 Pfeilen. Sowas liebe ich. Das ist... Warum können die immer nix? Schützen! Wehrt sie ab! Warum können die eigentlich immer nie was? Das ist schon krass, Alter, wie viele Pfeile vier Menschen da abschießen können. Unbesiegbar, euer vier Bogenschützen. Und sie steht immer noch da, weißt du? Viermal Headshot, die Sache wäre erledigt. Das werden sie nicht schaffen. Öffnen die Tore! Öffnen die Tore! Gut. Oh, der hat's aber verdient. Den mag ich sowieso nicht. Kaja, gib mich da! Los, Feuer, Feuer. Komm, hör mir auf! Da steht keine 10 Meter von denen entfernt, steht eine Armee von Bogenschützen, ne? Und die machen gar nichts. Die schauen zu, wie ihre Leute abgeschlachtet werden. Was ist das denn? Das ist eine ganze Scheiß-Festung. Warum holen die nicht eine Armee raus, weißt du? Die stehen oben drüber und gucken zu. Wie dumm. Hauptsache, die sterben jetzt alle. Das ist wichtig. Wir dürfen immer noch nicht vergessen, da stehen immer noch 10 Bogenschützen auf der Festung. Die wahrscheinlich es dreifache an Pfeilhagel runterregnen hey, könnten. Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felskar!
bin ich denn? Da kommen sie! Wurden entdeckt. Der Kampf ist hier, nicht da oben. Was? Voilà. Wie der das mit bloßen Händen aufhält, Alter, voll der Hulk. Wie stark die sind. Mann, lass mich. Wir voll im Krieg. Grutter, Alter, der Grutter ist jetzt da. Ihr da, Fremde, ich häute euch. Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Sind ja gar nicht so viele, schaff ich. Nun gut. Ja. Oh, guck mal, was der kann. Und er ist wieder voll unnütz, der schwarze Bub. Der wird einfach ausgenunzt. Und nochmal ausgenunzt. Wehr dich halt mal ordentlich. Was bist denn du für einer? Wie hat denn der überhaupt überlebt? Boah, hat der eine coole Waffe. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Mach das mal, ja. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Habe ich da gerade Gift gelesen? So, das ist meine Chance.
Wie er nackig ist! Schau ihn dir an! Habe ich einfach seine Rüstung weggeflunzt. Aua. Naja. Schild unten. Er ist verwundbar. Grotter durchsuchen. Yay. Der war ja leicht. Das ist schon lustig, wie sie ihn im Kampf ausgezogen hat. Könnte fast ein Porno sein. Der war einfach fast nur noch in Unterhose da gestanden. Das finde ich schon cool, wie sie das gemacht haben. Dass er wirklich Klamotten verliert. Seid stolz auf euch. Heute habt ihr die Marschälle dezimiert. Die Kaja besiegt. Gar nicht. Unser Krieg gegen Hikaru beginnt. Was ist ein Hikaru? Okay, auf Wiedersehen. Ich hab bloß Angst, ich hätte sie alle erledigt. Gar kein Problem. Ich wette, der schwarze Vögel, die schwarze noch. Wollen wir wetten, dass ich wette, dass das so ist, wie sie wetten, wenn ich wette? Lustig, wie sie auch... Ist euch aufgefallen, dass das schon der zweite ist, der in diesem Spiel eingeklemmt ist? Der hat keinen Arm mehr. Darf man keine Witze drüber machen. Wirst du es schaffen? Lieber Arm dran als Arm ab. Na sicher. Du bist voll unnütz. Der hat dich einfach ausgenutzt. Du hast einen Fokus. Du hättest scannen müssen, Giftpfeil töten. Weißt du? Er hatte sogar zwei Versuche und hat nicht einen Hit gelandet. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Weißt du, und dann auch noch der Verletzte sein. Das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Verdient keinen eigenen Auftritt, der Warl. Das kann man besser machen. Da muss er noch ein bisschen in seinen Fähigkeiten baumskillen. Und der dicht sagt, der kommt auch jetzt erst raus. Weil die Bogenschützen da oben auf der Burg, die schießen ja nicht. Hier sind nur Dekorationen. Die Aloy könnte das ganze Schloss alleine einnehmen, so schlecht wie die sind. Schau mal, wie die das alleine tragen. Lasst uns plündern, Jungs. Wie stark die sind. Der eine hat das ganze Viech hochgehoben vorhin. Da ist der Nackte wieder. Das hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Mosar, Wadis, Hashaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden.
könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaro-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst. Gib mir all dein Geld. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen. Zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht, Handel zu treiben. Nein. Sie wollen nur ihre Ruhe. Wie ich. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Avad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Zono, du musst mal im Discord gucken, da habe ich dieses Alpenverein-Ding gepostet. Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch und der Twitch-Monat endet bald. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist. Oh, ich muss Bubi noch kastrieren lassen. Oh Gott, das hört nicht auf. Verscharf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verscharf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang. Hallo Mondlicht. Sie müssen hier einen schönen Judenabend. Dort hatten sie sich versteckt. Nee, noch nicht zu 100%. Das ist nur so ein Chip, der quasi ein halbes Jahr wirkt. Aber jetzt fängt es dann an. Die ersten werden jetzt dann bald wieder läufig. Nachbarshündin ist da und er fängt schon wieder an, nur hinten zu schlecken. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kaja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nosar und Wadis. Zumindest starb Nosar im... Also, ich sorge für...
Meinst du, die Kaja werden etwa gehabt mit den... Eine Expedition der Kaja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer... Das wird aber... Ich sollte dann aufbrechen. Ja, endlich. Ihr Glück. Und das mit deinem... Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Elo. So. Hi, ich bin Aloy, oben auf dem Turm. Da steht immer, ich soll das machen mit der Modifizierung. Da steht aber nicht, wie. Platz gesperrt. Wähle einen Spulenplatz. Ach, das muss ich an der Werkbank machen. Ah, schön, dass mir das auch mal jemand erklärt. So, was skill ich denn jetzt? Ach so. Der... Ah, wenn der dieses Blaue hat, muss ich ihn mit dem Bogen abschießen. Luftschlitzerabsprung. Das ist aber auch cool. Das sind so viele Fähigkeiten, ich weiß gar nicht, wann man die alle einsetzen soll. Bin doch viel zu dumm für sowas. Mal im Ernst jetzt. Das ist viel zu viel, ich kann sowas nicht. Spezialangriffskacke und so Rotze. Das ist, dafür ist, für sowas bin ich nicht gemacht. Wo ist der Datenpunkt, der angebliche? Das verstehe ich auch nicht. Wo ist denn das jetzt, was hier angeblich... Ah, da. Okay, das heißt, eigentlich muss ich den Langhals finden, oder? Das ist meine Mission.